Der September ist zu Ende und damit wird es Zeit für mein Ranking der besten und schlechtesten Filme im dritten Quartal 2017, weil das geht mit dem September nun mal auch zu Ende. Und ich habe mir in den vergangenen 3 Monaten eine ganze Menge Filme angeschaut und möchte euch gerne die 7 präsentieren, wo ich sage, ah, da war ich sehr enttäuscht, beziehungsweise die waren überhaupt nicht gut. Und die 10 Filme, wo ich sage, die waren richtig stark für diejenigen, die sich sagen, okay, den Film sollte ich mir dann vielleicht merken oder unbedingt jetzt noch im Kino anschauen, solange er läuft. Und starten wir mit den besten 10 Filmen aus meiner Sicht und arbeiten uns bei Platz 10 bis Platz 1 vor. Auf Platz 10 ist für mich persönlich nämlich Atomic Blonde mit Charlize Theron in der Hauptrolle. Hat von mir 8,5 Punkte im Genre bekommen, zwar nur 6,5 insgesamt, aber in seinem Genre als Action-Thriller mit Charlize Theron, Sophia Boteia, James McAvoy in den Hauptrollen und die Geschichte von Lorraine Broughton, die rund um den Mauerfall eine Liste von Geheimagenten zurückbesorgen muss, mit einem Setting von Berlin, unglaublich toll eingesetzt, mit einer brachialen Härte mit dem Regisseur oder einem der beiden Regisseure von John Wick im Kern, war das ein Film mit einer ganzen Menge Stil, einem verdammt coolen Soundtrack und mit einer Charlize Theron mittendrin, die ordentlich auf die Tube drücken konnte, wenn es darum geht, actionreiche Szenen darzustellen mit ziemlich heftigen One-Take-Action-Sequenzen, die aufeinander eingeprügelt wurde. In seinem Genre fand ich Atomic Blonde richtig stark und eröffnet für mich hier die stärksten Filme der vergangenen 3 Monate. Dann auf Platz 9, unverbesserlich 3. Ich liebe Animationsfilme und das neue Abenteuer von Gru, der versucht, Balthasar Brett, ein 80er-Jahre-Fan, Superschurken gefangen zu nehmen, dabei aber aus Versehen gefeuert wird und mit Lucy und den 3 Adoptivkindern einfach auf einmal fast auf der Straße sitzt, weil kein Geld mehr da ist, muss er feststellen, dass er einen Zwillingsbruder hat, nämlich Drew, der verdammt viel Geld hat. Dabei sind natürlich auch wieder die Minions und mit sehr, sehr coolem Score und vielen Geschichten, in die sich Ich einfach unverbesserlich 3 verlaufen hat, war er unterhaltsam, hatte ein gutes Tempo, fast schon ein zu schnelles Tempo, hat weltweit schon wieder über 1 Milliarde US-Dollar eingespielt und damit eben dieses Franchise rund um die Minions zum erfolgreichsten Animationsfilm aller Zeiten gemacht. Für mich gibt es hierfür Platz 8. Auf Platz 7 dann Logan Lucky mit Channing Tatum, Adam Driver oder auch Daniel Craig. Der neue Film von Steven Soderbergh, dem Regisseur von den Ocean's 11 Filmen unter anderem. Und der Film wirkt eben genau wie eine Ocean's 11 Variante auf dem ländlichen Virginia. 2 Brüder der Familie Logan, und diese Familie hatte schon immer Pech im Laufe der Geschichte, beschließen einen Coup durchzuziehen, nämlich während eines NASCAR-Rennens in ein Tresor einzubrechen, wo die ganze Kohle lag. Dazu brauchen sie die Hilfe von Joe Bang, der sitzt nur gerade im Knast, gespielt von Daniel Craig. Und dabei steht ein irrwitziger Heist-Movie, der so lustig und gut geschrieben ist, dass man auch als Zuschauer ständig nie weiß, okay, was wird gleich als nächstes passieren? Und die Konstellation aus Channing Tatum und Adam Driver ist saucool, hätte ich nie gedacht. Gewagt besetzt und viel gewonnen. Auf Platz 6 dann für mich Tom Cruise beste Performance seit langer Zeit in Barry Seal Only in America. Die wahre Geschichte um einen Drogenschmuggler, der nach Schätzungen tatsächlich Drogen geschmuggelt hat von Süd nach Nordamerika und hin und her und auch noch viele andere Dinge im Straßenwert von 3 bis 5 Milliarden US-Dollar. Ein Mann, der unglaublich viel Geld gemacht hat. Ein Mann, dessen Geschichte so speziell ist, dass man sie nicht glauben würde, wenn sie nicht wirklich in diesem Film auf einer wahren Geschichte beruhen würde. Barry Seal, Only in America, ist dabei ein bisschen wie Blow mit Johnny Depp. Den Film habe ich immer geliebt und ich mag ja so Gangster-Mafia-Filme. Aber vor allem hat er unglaublich viel Style, Witz und ein schönes Tempo und eine absolute Unvorhersehbarkeit. Wer also den Trailer zu Barry Seal mag, ganz ehrlich, für mich ist das Tom Cruise beste Performance seit vielen, vielen Jahren mein Platz 6. Auf Platz 5, Mother, der Affen Survival in den letzten 3 Monaten. Auch einer der Filme und innerhalb einer Trilogie, wo ich sage, wow, was für ein schöner Abschluss, beziehungsweise die Weitererzählung von der Geschichte von Caesar. Es geht um die Affen, es geht um ein Virus, es geht um einen Kernel, es geht um Rache und es geht um den Kampf zwischen Menschen und Affen. Dabei entsteht ein dystopisches und düsteres Bild, eine Geschichte, wo man nach dem Trailern dachte, okay, die wird sehr kriegerisch, die aber eigentlich viele ruhige und philosophische Ansätze hat. Ich finde vor allem im Planet der Affen Survival hat Matt Reeves dafür, dass das ja auch einfach so ein Genre ist, das ja eigentlich als Mainstream viel, viel Publikum erreichen soll, geschafft, einen Film zu erschaffen, der viel auch zum Nachdenken anregen kann und der eben zeigt, wie sehr Mensch nicht unbedingt Mensch sein muss, um Mensch zu sein. Unglaublich interessanter Ansatz, um darüber zu diskutieren. Einmal mehr Andy Serkis als Caesar zu sehen und was technisch möglich ist, ist einfach hochgradig brillant. Planet der Affen Survival, ein Franchise, was sich immer weiter nach vorne entwickelt hat, finde ich richtig gut. Mein Platz 4. Auf Platz 3 dann Edgar Wright's Baby Driver mit Ansel Elgort, Jamie Foxx, Lee James, Kevin Spacey unter anderem im Cast und die Geschichte von Baby, der beste Flucht Wagenfahrer ist, den es gibt. Arbeitet für den Gangster Dog, aber er hat ein Tinnitus seit einem Autounfall auf dem Ohr und hört deswegen ständig Musik. In Baby Driver wartet uns ein Film, der irgendwann die Tonart total wechselt, spannende Momente kreiert, aber unglaublich stylisch ist, weil wir
sehr viel Musik präsentiert bekommen und ganz viel Aktion auf diese Musik geschnitten, dass ich immer das Gefühl hatte, oh, was für ein cooler Stil, den man hier an den Tag legt. Baby Driver hatte vor allem eines gemeint, dass viele Zuschauer dachten, okay, den Film hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, habe ihn gesehen, wow, ist der cool geworden. Edgar Wright hat sonst immer Filme gemacht, da musste man Fan sein oder das unbedingt mögen, aber hier hat er einfach nur einen saucoolen Film abgeliefert, aus meiner Sicht, mein Platz 3. Auf Platz 2 ist dann Stephen King's S, die Neuverfilmung der 1990er Fernsehfilme und natürlich der Buchvorlage von Stephen King. Es geht um Derry, die Kleinstadt in den USA, und dort verschwinden überproportional viele Menschen, immer mal wieder, aber vor allem viel mehr Kinder als Erwachsene. Und die Frage ist, was steckt dahinter? Wann, was hatte ich als Kind Angst vor diesem Horrorclown Pennywise, der auftauchen kann, auch in jeder albtraumhaften Gestalt? Und genau darum geht es eben in der Neuverfilmung von Stephen King's S und um den Club der Verlierer, nämlich eine Gruppe von Außenseiterkindern in dieser Kleinstadt, die eben auch ganz besondere Erfahrungen mit diesem Clown machen. Und S hat es geschafft, in einer Lauflänge über 2 Stunden das Horrorgenre für mich persönlich aufzubrechen, für den Mainstream zu öffnen, unglaublich gruselig zu sein, aber eben bis auf die 30, vielleicht 40 Minuten, in denen man sich gruselt, auch ein eigentlich guter Familienfilm über Freundschaft zu sein, mit richtig starken Kinderdarstellern, mit viel Witz, einem richtig tollen Look und einfach filmisch so gut ist, dass er neben der Tatsache, dass er ein Horrorfilm ist, einfach auch so ein guter Film ist und dann vor allem, wenn es horrorhaft wird, keine Gefangenen macht. Als hätte man die Filme von 1990 gesehen und gesagt, dieses Mal werden wir richtig, richtig böse sein. Es macht Spaß. Ich freue mich, den 2. Mal anzusehen. Ganz ehrlich, mein Platz 2 und auf Platz 1 Christopher Nolans Dunkirk. Ja, Dünnkirchen im Mai 1940. Alliierte Soldaten sind eingeschlossen an der Küste Frankreichs und vor allem haben sie die deutsche Armee, von der sie umzingelt sind, und das Meer im Rücken. Und die Frage ist, kann man irgendwie diese Menschen retten? Eine wahre Geschichte und vor allem eine Geschichte, die Christopher Nolan einmal mehr mit unglaublichen Soundeffekten, unterschiedlichen Erzählungsstilen, Ebenen, Handlungen so miteinander vermischt, dass es einfach so Christopher Nolan-haft war. Dunkirk habe ich 2-mal gesehen, habe mich 2-mal umgehauen und für mich der beste Film im vergangenen Quartal der letzten 3 Monate. Und damit haben wir diesen Block durch der besten Filme von Platz 10 bis Platz 1. Und jetzt machen wir noch, sonst habe ich immer 2 getrennte Videos gemacht, aber ich mache es gerne in einem Video. Die Filme, die mich wirklich sehr enttäuscht haben, da arbeiten wir uns von 7 bis 1 auch durch. Auf Platz 7 ist dann nämlich The Book of Henry, die Geschichte von Susan, die eine Kellnerin in einem Diner ist, hat 2 Söhne namens Peter und Henry. Henry ist hochbegabt und Henry handelt zum Beispiel mit Aktien. Henry sorgt dafür, dass die Post zu Hause geregelt ist, kümmert sich um die Steuern, ist einfach nicht 11, eigentlich ist er gefühlt 70 mit dem Erfahrungswert, aber trotzdem ein 11-jähriger Junge. Und er beobachtet, dass ein Nachbarsmädchen misshandelt wird von ihrem Vater, der gleichzeitig der Polizeichef ist, und er will dagegen etwas unternehmen. Dabei wandelt sich dieser Film aber leider von einem sehr liebevollen Film hin zu einem Action-Thriller, wo man nie so richtig nachvollziehen kann, warum die Figuren so handeln, wie sie handeln. Vor allem ist er dabei weder das eine noch das andere so richtig, und man fragt sich, als welches Zielpublikum man sich jetzt so wohlfühlen soll, diesen Film anzuschauen. Er ist nämlich als 2 Filme gesehen, gar nicht mal schlecht, aber als einer funktioniert er nicht, was wirklich schade ist. Und deswegen war ich dann doch leider enttäuscht von Book of Henry. Auf Platz 6 dann The Circle, bei den schwächeren Filmen, die Bestseller-Verfilmung mit Emma Watson, mit Tom Hanks. Viele, viele Leser das Buch ja weltweit gehabt und die Geschichte von May Holland, einer jungen Frau, die bei einer Firma anheuert namens The Circle, die eine Art Konglomerat aus Google, Facebook und Apple darstellt und quasi ein übermächtiger Konzern, der sich mit dem gläsernen Menschen beschäftigt, am liebsten überwachen will und dessen These es ist, dass vieles zu wissen gut ist, aber alles zu wissen besser ist und dass Geheimnisse immer Lügen seien. Ein Film mit wichtigen Thesen, nicht nur dem Thema Überwachung, man kann danach viel diskutieren, aber rein filmisch, wie er sich entwickelt, wie die Hauptfigur handelt, leider Gottes nicht so gut geworden, mein Platz 6. Auf Platz 5 dann Small Town Killers, ein Film, dessen Trailer sau cool aussah, der nachher aber einfach zu trashig geworden ist. Und es ist die Geschichte von Edward und Ib und ihren Frauen Ingrid und Grit, und die beiden Männer haben keinen Bock mehr auf ihre Frauen, haben gleichzeitig so viel Geld mit Schwarzarbeit verdient, dass sie eine Scheidung nicht annehmen wollen, weil es einfach zu teuer wäre. Und deswegen beschließen sie, einen Profikiller anzuheuern, um die Frauen umzubringen. Die Frauen kriegen davon mit und schließen auch, heuern auch eine Profikillerin an. Und so versuchen Killer jeweils die anderen umzubringen. Eigentlich eine abstrus interessante Geschichte, aber der Film kippt nachher in eine so absurdige Trash-Idee, dass es am Ende dann doch einfach nicht Spaß gemacht hat, ihn anzuschauen. Mein Platz 5 auf Platz 4, Paris kann warten. Der erste Film von Eleanor Coppola, die schon weit in die Jahre gekommen ist und ein großer Familienname natürlich, was das Filmhafte angeht, mit Diane Lane und die Geschichte einer Frau, die Frau eines Filmproduzenten ist und deswegen viel in der Filmwelt unterwegs. Aktuell befindet sie sich in Cannes und
und ihr Mann muss unbedingt zu Dreharbeiten wegfliegen. Dabei wollten sie eigentlich einen Kurzurlaub planen. Aber zum Glück gibt es ja Jack, den Kollegen ihres Mannes. Und der beschließt Anne, heißt sie, einfach mitzunehmen. Und sie wollen von Cannes nach Paris fahren mit dem Auto. Und aus einem Kurztrip wird auf einmal eine mehrtägige Reise rund um Frankreich, den Genuss, all das Essen, was es dort gibt. Und eigentlich viele schöne Bilder, die man einfangen könnte. Und es ist eine Hommage, eine große Liebe an Frankreich, die dieser Film verpackt. Aber im Kern eigentlich die Geschichte von zwei Figuren, die die ganze Zeit immer um den heißen Brei herumreden, ständig dasselbe tun. Und vor allem ist er, der den Jack verkörpert, leider sehr unsympathisch und nervig. Mein Platz 4 der schwachen Filme. Auf Platz 3 dann Happy Family, ein deutscher Animationsfilm rund um Familie Verwünschmann, die von der Hexe Baba Yaga verhext werden und fortan eben verschiedenste Monster sind und diesen Fluch nur lösen können. Ein unglaublich vorhersehbarer Animationsfilm, der auch nicht viel Witz parat hält. Und man muss zwar sagen, für eine deutsche Produktion einen guten Animationslook, aber im internationalen Vergleich eben nicht funktioniert. Und genau das fragt sich eben der Zuschauer, der ins Kino geht und sagt, okay, jedes Kinoticket ist gleich teuer, warum sollte ich mir jetzt eine Happy Family anschauen? Auf Platz 2 dann Fallen, Engelsnacht, der war auch überhaupt nicht gut. Lucinda landet nach einem Autounfall in einem Internat namens Ward and Cross. Dort gibt es eine Lehrerin namens Miss Sophia, einen Daniel, der die ganze Zeit unnahbar ist, aber sie hat das Gefühl, ihn schon lange zu kennen, und einen Cam, oder so, ja, so heißt er, der so auf Player und coolen Typ macht, aber eigentlich eher eine Witzfigur ist, weil er die ganze Zeit zwar so angezogen wird, aber überhaupt nichts von dem harten Typen hat. Genauso wie dieser Daniel sich immer so pseudo zurückzieht und man die ganze Zeit denkt, hey, was ist eigentlich sein Problem? Und diese Geschichte ist A, unglaublich vorhersehbar, unglaublich schlecht gespielt, hat schlechte Effekte und ist überhaupt nicht interessant. Fallen Engelsnacht hatte schon einen Trailer, wo ich dachte, okay, was ist das jetzt hier? Der Film nachher war eine Riesenenttäuschung. Und auf Platz 1 der schlechtesten Filme im letzten Quartal, der landet auf jeden Fall auch im Jahresranking, Emoji, der Film. Die Geschichte von Gene, einem Meh-Emote, das unbedingt auch arbeiten will als Meh-Emote, lebt in Textopolis. Und das ist wirklich ein kreativer Part gewesen im Film, denn das sind Textopolis, all die Zeichen und Emojis und so weiter, die in unserem Handy leben, in dieser kleinen Stadt leben und zwischen all diesen Apps existieren. Aber als Gene eines Tages auch feststellen muss, dass es einfach verschiedenste Gesichtsausdrücke hat. Und wenn die abgerufen wird, er nicht ein Meh-Emoji sein kann, ja, da steht die Gefahr ins Haus, dass der Besitzer des Handys, zu dem Gene gehört, das ganze Handy gleich repariert, weil ein Emoji nicht funktioniert. Das ist erstmal fernab der Realität. Und dann entsteht zumindest eine lange Reise zusammen mit dem Jailbreak und dem High-Five-Emoji, um zum Kern des Handys hin vorzudringen, um alles zu ändern und Codierungen zu ändern. Dabei ist es quasi eine große Werbung für die verschiedensten Apps, ob YouTube oder Candy Crush und so weiter, die man da irgendwie hätte reinbauen können in diesen Emoji-Movie. Am Ende sagt mir der Film im Grunde, dass Kinder und Jugendliche nicht miteinander kommunizieren können, solange sie kein Handy in der Hand haben, um dabei cool zu sein. Keine Ahnung, was das auch für eine Message sein sollte. Emoji, der Film ist wieder lustig, er ist unglaublich vorhersehbar, er ist tatsächlich einfach langweilig gewesen. Ich war super enttäuscht von dem Film. Für mich der schlechteste Film. Was heißt enttäuscht? Ich habe nicht viel erwartet, aber es war noch schlechter. Naja, egal. Für mich der schlechteste Film im vergangenen Quartal. Und damit haben wir auch dieses etwas längere Video der besten und schlechtesten Filme im dritten Quartal durch. Ich hoffe, ihr fandet es interessant, seid bis jetzt dran geblieben und habt vielleicht Filme entdeckt, wo ihr sagt, oh, den sollte ich noch gucken oder oh, den wollte ich gucken, aber jetzt bin ich eher vorsichtig, was das angeht. Das sollte vielleicht Sinn eines solchen Rankings sein. Und ich danke fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.